Hallo Leute, willkommen zurück bei Hearts of Iron 4. Wir sind hier in Afrika noch am Kämpfen. Haben die Lage aber eigentlich recht gut im Griff, würde ich mal sagen. Jawohl, da haben wir den Lückenschluss geschafft und wehren jetzt den Angriff ab. Das heißt, du brauchst da nicht mehr hin. Du kannst da das letzte Fitzelchen einnehmen. Und dann können wir uns hier unten widmen. Hier stehen natürlich noch Gewalttruppen. Dann müssen wir mal gucken, wo wir hier übersetzen. Leicht wird das nicht. Schon wieder mit Nachschubmangel zu kämpfen. Und du brauchst, nee, nicht mehr so lange, bist gleich da. Hier stehen natürlich nur zwei Divisionen. Wenn wir schnell sind und er nicht unbedingt umgruppiert von dort. Könnten wir da drüben Brückenkopf bilden. Wir versuchen es einfach. Na toll, da hat er jetzt Tschechen hingepackt. Egal. Versuch ist es wert. Natürlich eventuell hier unterstützen. Aber das wird nichts. Na. Dort. Hat schon wer eingenommen. Gut, dann gruppiere er schnell um und gehe nach dort. Nee, so richtig. 8 Tage. Bis dahin wird er wohl Nachschub dort haben, oder? Das verbesserte Dezimeter-Radar und jetzt geht's an die Dechiffrierung. Los rüber! Nationaler Schwerpunkt abgeschlossen. Jetzt auf die Großkampfschiffbemühungen. Das dürfte das letzte gewesen sein. So, was sagt unsere Produktion hier? 31.000 nur noch. 130 pro Tag. Sehr schön. Das heißt 3.000 pro Monat. Zwei Panzer die Woche. Das dauert noch. Wie sieht es eigentlich bei der Pack aus? Bald die zweite erforscht. Da geht noch was. So, und wir sind gleich drüben.
schmeißen die nochmal Belgier in den Weg. Aber es nützt nichts. So, und die neunte. Ach nee, die neunte ist da. Die 22. und die 25. greifen jetzt mal da an. Oh, das ist die eine da. Aber egal, vielleicht. Ja, bringt auch was. Gut, so. Wenn jemand von euch mal hier folgen könnte, dann könnten wir hier einen kleinen Kessel bilden. Das wäre schon viel wert, weil das sind 9 Divisionen, Leute. Oh, Türken. Erdogans Truppen. Wir sind Amerikaner. Ja, komm schon an. Jawohl. So, wollen wir mal versuchen, die Amis hier wegzuschmeißen, wa? Das läuft nicht so gut. Die lassen das nicht so einfach mit sich machen. Okay. Dann greift die 25. da an. Und die 12. Das läuft auch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Die vielleicht noch als Verstärkung. Und du kannst darüber. Das sieht nicht gut aus. Er kriegt noch Nachschub. Aber jetzt vielleicht. Zieht sich zurück. Das sieht doch gut aus. Dann haben wir sie doch gleich da gekesselt. Ehe jetzt rechtzeitig da ankommt. Acht Divisionen gekesselt. Schön. Sehr schön. Und unten ist ein Flughafen, den ich sehr gerne haben möchte. Luftnahunterstützer 3 ist fertig. Gehen wir jetzt auf Jäger 3. Oder? Auf den Marinebomber. Wir gehen auf den Marinebomber, dann können wir den endlich bauen. So, meine Freunde. Verschleißrate 30%. So, noch ein bisschen warten. Und dann können wir euch vernichten. Der hat nur 4%. Luxemburg ist den Alliierten beigetreten. Das ändert die Sache natürlich. Jetzt kriegen wir richtig Probleme. Oh
Okay, versuchen wir es mal. Ach so, bevor ich es vergesse, wir haben ja den neuen Luftnahunterstützer, den wir natürlich auch gleich bauen wollen. Luftnahunterstützer 3. Wie viele Punkte haben wir? 33 Luftwaffe. Das heißt, wir erhöhen Zuverlässigkeit und Reichweite können wir uns nicht leisten. Dann machen wir nur die Zuverlässigkeit. Luftnahunterstützer 3 MK1 haben wir hier. Wo haben wir unseren anderen? Drüber. Den stellen wir jetzt komplett ein. Wir haben alle erfüllt, haben noch ein paar auf Halde. Stück. Das sieht gut aus. Dauert zwar ein bisschen, bis wir die ersetzt haben, aber es läuft. Ihr haltet euch doch wacker, muss ich sagen. Aber gleich ist vorbei. Nämlich jetzt. Ihr drei könnt da bleiben. Er kann da von mir aus hin, wenn er Spaß dran hat. Und ihr könnt mal versuchen, hier überzusetzen und zu gucken, wie es da läuft. Das läuft sehr gut. Und deswegen setzen wir da auch über. Und haben dann da einen Flughafen besetzt. So, und dich transportieren wir mit der Hochschulbahn mal dorthin. Müssen wir hin. Was sagt eigentlich die Kriegsbeteiligung? Immer noch bei 11%. Unseren 72 Divisionen. Zentralkongo. Und das können wir nicht erforschen, weil uns wahrscheinlich das Zentimeterradar fehlt. Wir können doch hier Flieger hinpacken, Mensch, wo mache ich das denn nicht? Luftnahunterstützer und Jäger, meine Herren. Packen wir mal hier 200 Jäger hin. Und
200 Luftnahunterstützer legen bei beiden das Limit fest. Huch. Warten, bis sie aus der Reserve bezogen werden. Das dauert wahrscheinlich 5 Tage. Okay. Reichweite ist jetzt zwar nicht so hoch, aber besser als nichts, würde ich mal sagen. Ne? Oh, ich sehe gerade, dafür müssten wir mal den Flughafen erweitern. Kann ich das einfach so hier? Ist ja nicht mein Gebiet, oder? Kann nicht auf fremdem Gebiet gebaut werden. Mal gucken, ob ich da überhaupt so viele Flugzeuge draufbacken kann. Oder ob er mir gleich sagt, Edge Badge ist nicht. So, eine Division bleibt hier. Die 16. und 22. geht darüber. Und ihr greift auch mit an. Okay. Mhm. Luftüberlegenheit, Abfang, Luftnahunterstützung. Mhm. Oh, Luftstützpunkt ist überfüllt. Mhm. Dann, packen wir natürlich auf 100. Huch. Limit festlegen. Limit festlegen. Und wie sieht es jetzt hier aus? Luftüberlegenheit des Gegners ist klar, aber sieht trotzdem nicht so rosig aus. Es sieht trotzdem nicht so rosig aus, Leute. Panzerabwehr 1 abgeschlossen. Und dann geht ihr jetzt auf die verbesserte Pack. Damit wir die auch gleich bauen können. Da ist der Angriff zum Erliegen gekommen. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Dahin. Und dann versuchen wir dort vorzurücken. Und die eine Einheit bleibt hier stehen wegen dem Flughafen. Luxemburg hat kapituliert. Oh, lange durchgehalten. Oh, Schiffe. 200 Konvois.
So. Ich glaube, wir haben alles abgeschlossen. Das können wir nicht, weil wir die flexible Marine genommen haben. Da haben wir den Jägerschwerpunkt genommen. Und das geht auch alles nicht. Sind wir durch. Na, kommt an. So, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Also hier ist doch noch ein wenig spannender. Das dauert noch, bis sich das hier alles glättet. Hätte ich nicht gedacht. Aber die Deutschen und Italiener, oh, die sind auch sowas von träge, Mensch. Überall muss man vormarschieren und den Weg frei machen. Naja, bis zum nächsten Mal. Macht es gut und ciao, ciao.